Und ja, genau so. Ich vergesse es mal wieder. Damit herzlich willkommen an alle Chicos und konkreten Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start. Genauso mal wieder wie eine kleine Runde COD Black Ops 2. Und wir haben mal wieder die richtig total beschissene Waffen dabei. Phrasen! Scheiß Fernbedienung, fliegt jedes Mal die Kacke da raus hier. Ist die Kacke jetzt mal am Ausfliegen hier? An 94 am Start. Ja, Aufsätze. Aber ich muss mir kurz wieder die Batterie hier ranfummeln, das ist auch so nervtötend hier. So, und das mir. Wir sind mal noobig, würde ich sagen. Wir nehmen mal schön den hier mit. Können wir noch mehr auswählen. Ja, schnell mal ziehen. Ja, so. Schalldämpfer. Können wir einen Vordergriff nehmen anstatt einen Schalldämpfer. Nehmen wir das. Dann passt das so. Storm PSR, was ist das denn? Empfohlen. Ja gut, wir nehmen es einfach mal. Spezial, schadet nie, wenn man sowas mal freigeschaltet hat. Ich kann nicht verfügbare Aufsätze wählen. Weg da, Semtex. Imperanate, weg. Schockladung. So, es geht, passt schon. Start! Raul Menendez hat die Drohnenangriffe gegen ihre Städte gestartet. Die USA haben kein Interesse an einem Krieg mit China. Wir sind alle Bauern von Raul Menendez. Tausende von amerikanischen Drohnen setzen Kurs auf unsere Hauptstädte. Ihre Waffen. Madam President, der SEAL Commander, der Menendez gefangen hat, bittet um Zuweisung zu ihrer Truppe. Niemand hier weiß mehr über Menendez. Und er glaubt, dass sie ein Ziel sein könnten. Sir, wir haben Aktivitäten am Boden. Mehrere Ziele. Oh mein Gott. Drohnen. Sie ändern den Kurs. Sie ihren Speicher war viel zu leicht zu bringen. Er zielt auf die Präsidentin. Reborn steht unter Beschuss! Sofort landen! Alarm zur Evakuierung mit AMRAP! Wir gehen runter! Die haben keinen Schutz oder sowas, so Flares oder so ein Scheiß. Madam President, sind Sie okay? Sind Sie sicher? Evakuiert Sie nach Prom Night! Whatever! Mrs. Madam President, ah, da in der Zukunft ist eine Frau. Scheiße, Scheiße! Ist ja gut! Ganz ruhig, ein glatter Durchschuss, alles wird gut. Ich blute mal! Hier ist etwas gegen die Schmerzen. Verdammter Mistkerl! Madam President, die Drohnen haben Air Force One und Marine One ausgeschaltet. Luftevakuierung unmöglich. Jones, wie steht es um die anderen Konvois? LAPD-Berichten zufolge sind die Straßen gefährdet. Hunderte schwer bewaffneter Söldner haben LA zeitgleich angegriffen. Gibt es bereits Tote? Downtown L.A. wurde evakuiert. Vorläufige Berichte unter den Erwartungen. Gott sei Dank. Mason, wie gehen wir jetzt vor? Madam President, wir bringen Sie zum Prom Night Bunker unter dem Bonaventure Hotel in Downtown. Johnson, ich will Truppen auf den Straßen und diese Drohnen ausgeschaltet. NORAD hat 200 FA-38 aufgetrieben. Sie sind nur 5 Minuten entfernt. Genau das hatte Menendez von Anfang an vor. Ohne die G20-Anführer werden kapitalistische Regierungen weltweit stürzen. Hey, Feuerwerk! Wow! Stahllos? Ach komm, der macht doch ein Special Salto über uns drüber. Pass auf! Sei ich doch! Und auch hier! Batz, Special Salto über uns drüber, an der Seite. Wow, Loadster! Okay, jetzt dürfen wir Babysitter spielen. Habe ich so das Gefühl?
ihr weg! Komm schon, Sack! Die Kronen sind mit dir! Dieses Ding hat unsere einzige Chance! Henning, Stalos? Alles Kollegas. Okay, ich laufe. Ich hänge fest. Ich bin dran. Stalos jetzt? Jetzt rutscht der ab oder was? Hoch mit dir jetzt! Bullshit da, ey. Baby, das Ding macht mir doch Spaß. Und in diesem Druck müssen wir eigentlich runterfallen. Ja, verdammt! Linke Seite! Ich mach, was ich kann! Ich weiß, ich bin besser! Stirbt doch alle! Stirbt! Aua! Vor allem, ey, dass er alle unsere Drohnen hat, ey. Wie billig! Verschwindet von da! Er ist über Sky Jump drüber. Und Mega Jump. Roadster! Fick dich! Section, hier spricht Anderson. Ich reagiere auf Ihren Notruf. Warte auf Anweisungen. Scharfes Teil. Wir sind unterwegs nach Prom Night mit der Präsidentin. Er bitte bewaffnete Unterstützung aus der Luft. Okay, beachten Sie, ich bin allein. Der Großteil meines Geschwaders ist abgeschossen oder kämpft gegen Drohnen. Verstanden, wir kriegen das schon hin. Harper, Lagebericht. Die Autobahn ist voller Söldner. Sie greifen noch ein G20-Konvoi mit Rettung. Abseil, Scharfschütze, WWW. Scharfschütze? Komm, wir machen mal Scharfschützen. Fahrzeug nach Prom Night. Bringt die Präsidentin dort runter, während ich Deckung gebe. Brechen wir auf! Los! Beeilen wir uns, oder die Leute da drin sind tot. Ach, sei mal ruhig, Chico. Wir sind am Boden, alle vollzählig. Mehrere Söldner im Sattelzuganhänger. Unsere Autobahn, rechte Seite. Von rechts nähern sich weitere MG-Trucks. Bei dem Fahrzeug in Deckung gehen! In Bewegung. Davor! Da setzt noch ein MG-Truck Infanterie ab. Oh, ich sehe niemanden. Ich gebe Bescheid, wenn es sicher ist. Ich kann von dir aus in die Abwehr. Wir stehen von allen Seiten unter schwerem Beschuss. Durchbrechen! Die G20-Anführer in diesem Fahrzeug haben keine Zeit mehr. Sie sind genau über uns, Section. Hinter den Stützpunkt. Ich bin dran. Verdammt! Wir werden von oben beschossen. Verdammt! Halt sie von uns fern. Sie haben Scharfschützen auf der Überführung. Zielvorrichtung benutzen, Sektor! Hinter den Schildern! Diese Patronen laden und direkt durchschießen! Die Scharfschützen ausschalten, Sektor! Wie denn? Gebt der Präsidentin weiter Deckung! Auf die Schützen auf den Überführungen zielen! Auf die Scharfschützen zielen! Was denn noch alles? Sofort die Scharfschützen neutralisieren! Sicher, zu den Fahrzeugen! Zur Hölle weg, da setzen die Autobahn stürzt ein! Scheiße! Das Ding fällt auch uns auf! Natürlich nicht, na klar. Wieder los! Wir müssen über Funk den Status der anderen Kontrolle. Schöner Sniper, muss ich sagen, gefällt mir. Die hinteren Wagen sind nach dem Angriff abgewogen. Check-Def, der Trios ist sicher. Gut gemacht, Leute! Boom, der Rest. Alter! Stirb jetzt! Section, sofort hierher kommen! Der Konter! Bringt die Präsidentin ins mittlere Fahrzeug! Wir werden uns jedes Stück Weg erkennen! Ich weiß! Kein Ding! Die Söldner errichten eine Barrikade direkt nach vorne! Ausschalten! Ich sehe keinen. Ich nehme das vordere Fahrzeug mit Harper. Und jetzt, wo müssen wir lang?
Alle Mann auf Vollkommando! IC nach Norden, ein Regel Konvoi! Okay, ich muss hier rein. An alle, die Dauerroute ist frei! Oh Mann! Leute, langsam mache ich mir Sorgen hier. Und deswegen habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr online gesehen. Boom, boom, boom! Sie wollen uns blockieren. Perfekt! Eine Drohne nähert sich ihrem Konvoi. Ich ziele fast. Feuerlöscher! Oh, bist du bescheuert, so knapp vor mir? Heilige Scheiße! Anderson, wie schlimm sieht es in Downtown aus? Übel, Section. Ein Großteil der Stadt ist ein Kriegsgebiet. Keine Ahnung, wie sie es durch Downtown schaffen wollen. Das weiß ich noch nicht. Ein Konvoi! Welches? Aber so viel Sinn jetzt noch. Einfach weil er es kann. Menendez ist schon eine coole Drecksau. Er macht die Augen richtig auf hier, ist doch so wieder so typisch, ey. Komisch, warum meckere ich eigentlich die ganze Zeit? Weil er es ankotzt! Boah, kannst du doch jetzt mal 5 Minuten so weitergehen, bitte! Es ist total aufregend und spannend. Einheiten, blaue Route ist gefährdet. Ich wiederhole, blaue Route ist gefährdet. Alle Konvois müssen den Arena-Distrikt meiden. Weitere Updates folgen. Wir finden einen Weg durch die Straßen. Wir formieren uns unterwegs neu. Es sind Raketenwerfer auf allen Dächern. Ich versuche... Nee, ist klar. Was hab ich denn gemacht? Sag mal, bist du blöd oder so? Soll ich dir jetzt in die Fresse auch mal später? Ich bin getroffen! Komm mal durch! Bei mir steige ich schön noch vom Auto runter, ey. Super, für die unnötige Granate. Jetzt heißt mir hier Sniper ausgepackt. Verdammt, dahinter halt! Söldner nähern sich von allen Seiten. Ah, nee.